Du kannst deinem Vater nicht die Schuld dafür geben. Glaub mir, Rich. Du kannst dir auch nicht vorwerfen, was du für mich empfindest. Logan, ich kann nicht anders. Ich fühle mich hin und her gerissen. Verstehst du das? Ich habe das Gefühl zu explodieren. Ich will ja nicht verbittert sein. Wenn ich daran denke, was geschehen ist. Carolines Tod. Und wie ich dauernd versucht habe, mich von dir fernzuhalten. Dabei habe ich dich so gebraucht. Jetzt musst du nicht mehr dagegen ankämpfen, Rich. Jetzt nicht mehr. Es gab eine Zeit, da haben Dad und ich oft über dich gesprochen. Noch bevor Caroline in mein Leben trat, wir beide waren verlobt. Dad hat gewusst, wie viel du mir bedeutest. Er hat es mir und sich selbst oft genug bestätigt. Immer wieder sagte er, dass wir so gut zusammenpassen. Dass du mein Leben verändert hast. Du hast es interessant gemacht. Und so lebendig. Das hat keine Frau außer dir gekonnt. Jetzt kann ich vollkommen verstehen, wieso Vater dich so sehr wollte. Ich war verheiratet, du warst schwanger. Aber vor allem, weil du bist, wie du bist.